politisch aktiv, auch bei den Demonstrationen gegen die Corona-Zwangsmaßnahmen. Ich glaube, daher kennen wir uns tatsächlich. Genau, ja. In welcher Partei sind Sie? Ich bin in keiner Partei. Das heißt politisch aktiv? Politisch aktiv, also größtenteils noch journalistisch momentan über Ungetrübt Media. Ich unterstütze hier den zweiten Herrn, der eben gerade gesprochen hat. Ungetrübt Media. Und unterstütze den zweiten Herrn, der gerade hier gesprochen hat, den Herrn Beisisch vom Aufbruch Leverkusen. Wir haben ja heute Abend auch noch eine Kundgebung in Leverkusen. Das heißt, Sie waren vor allem in der Leipziger Szene aktiv bei den Corona-Demonstrationen? Bundesweit. Vielleicht auch Dresden oder so? Dresden, überall. Also selbst in kleinere Gemeinden, wir waren überall aktiv. Aber größtenteils eben medial, ab und zu mal noch als Redner, ja. Ich habe gerade Ihre Rede zugehört und Sie sprechen davon, dass deutsche Politiker Blut an den Händen haben. Glauben Sie nicht, dass vor allem der Präsident Putin Blut an den Händen hat? Nein, man muss erst mal sehen, dass 8 Jahre lang geschwiegen wurde. Es wurde 8 Jahre geschwiegen bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Es hat keinen Politiker hier oder kaum einen Politiker interessiert. Man hat eine, trotz gegenteiliger Beteuerung, hat man eine NATO-Osterweiterung bis an die Grenzen Russlands durchgeführt, die nicht zu akzeptieren ist. Und jetzt haben wir nun mal die Ursache davon, aufgrund dieser Politik. Und man muss auch die Politik kritisieren. Wir hatten völkerrechtswidrige Angriffskriege gegen den Irak. Wir hatten zweifelhafte Aktionen in Syrien, Libanon. Die Kette ließe sich noch beliebig fortsetzen. Da wurde geschwiegen. Es gab kein Prä vor den Irak, kein Prä vor Afghanistan. Jetzt auf einmal kommt die ganze Politik, man muss es so sagen, aus ihren Löchern gekrochen. Und das ist eine Doppelmoral, die nicht zu akzeptieren ist. Unabhängig von Syrien, Libyen, Afghanistan würde ich gerne mit Ihnen über den Angriffskrieg in der Ukraine sprechen. Glauben Sie nicht, dass gerade Präsident Putin Blut an den Händen hat? Also wir können uns da ja kein normales Bild machen. Ihre Berichterstattung, die Berichterstattung der Mainstream-Medien, das hat man ja schon in den zurückliegenden 2 Jahren gesehen, ist nicht besonders glaubwürdig. Und ich habe ja schon erwähnt, die Gründe für die jetzige Situation, die herbeigeführt wurden. Ich denke mal, man könnte es schon fast als Notwehrhandlung bezeichnen, was da momentan passiert. Und es ist nicht gut, wenn Menschen sterben, ob Menschen in der Ukraine sterben, Menschen in Russland sterben, Menschen in anderen Krisenherden dieser Welt sterben. Und deshalb sollten wir gemeinsam aufstehen und eben dieses Blutvergießen zu verhindern. Und Waffenlieferungen sind da, ich denke, das falsche Mittel, also das denkbar falscheste Mittel. Ja. In Ihrer Rede haben Sie gerade aber ausschließlich thematisiert, dass deutsche Politiker Blut an den Händen haben und Sie mit keiner Silbe erwähnt, dass Russland ukrainische Zivilisten tötet. Ja, aber wir haben ja heute eine Veranstaltung, die unter dem Credo steht, Russophobie stoppen. Wir haben auch eine andere Veranstaltung in Köln, wo dieses Thema eben ausführlich erwähnt wird und wir eben nicht die Ursachen erwähnt werden, die eben zu dieser Katastrophe jetzt geführt werden und deshalb habe ich zu diesem Thema gesprochen. Ich selbst komme gerade frisch aus der Ukraine und habe dort die Verbrechen an Zivilisten dokumentiert durch russische Soldaten. Ja, aber es gibt ganz andere Aussagen aus und wie gesagt, man kann sich kein objektives Bild bilden momentan. Und da hat natürlich auch die zweifelhafte Berichterstattung, die ihre Medien betreiben in den letzten Jahren, das ist ja schon über Jahrzehnte geht das ja zurück, dazu beigetragen. Es gibt sicherlich Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ohne Frage, das wage ich nicht zu bezweifeln. Die gibt es aber auch auf der anderen Seite. Und das muss ebenfalls dargestellt werden, das wird aber nicht dargestellt. Es wird Russland als der Aggressor dargestellt, die Ukraine wird als unschuldig hingestellt. Vor ein paar Jahren, da war Selinski noch der korrupteste Mann der Welt. Die Regierung wurde kritisiert wegen Korruption, wegen allen möglichen, wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wegen Verstoße gegen die Meinungsfreiheit. Und jetzt wird er gerade so als Engel und als Heiliger dargestellt und das ist nicht in Ordnung. Und da weiß man, wo die Richtung hingeht. Man will einen dritten Weltkrieg und den gilt es zu verhindern. In Bucha wurden nachweislich unschuldige Zivilisten ermordet. Ja, diese Untersuchungen sind ja noch nicht abgeschlossen. Wir kennen ja hier nur die eine Seite der Medaille und ich denke mal, da sollten sich unabhängige Quellen damit befassen, dass da eben die volle Wahrheit ans Licht kommt. Das ist aber bei der momentanen Berichterstattung nicht zu erwarten. Das heißt, Sie glauben dieser Berichterstattung eher weniger? Ich glaube dieser Berichterstattung weniger, ja. Weniger bis gar nicht, kann man schon was sagen. Ich würde Ihnen gerne was zeigen. Ich war gerade in der Ukraine, ich war in Bucha. Ich habe diese Aufnahmen hier gemacht. Das ist ein Massengrab in Bucha und hier liegen Dutzende ermordete Zivilisten. Und Sie waren bei der Tötung dabei? Ja. Und das ist ja das, was man sagen muss. Das sind Leichen, das ist ganz klar. Aber wer für diese Leichen verantwortlich ist, das geht da nicht hervor. Die ukrainischen Behörden sagen, diese Menschen wurden unrechtmäßig hingerichtet. Die finden dort Kopfschüsse und so weiter und so fort. Ja, okay, die ukrainischen Behörden, die sagen so einiges. Ob das dann stimmt,
Das sollten unabhängige Untersuchungen zeigen jetzt. Ja. Warum sollten die lügen? Also im Krieg, es gibt ein Sprichwort, das erste, was im Krieg stirbt, ist die Wahrheit. Soll doch ihm bekannt sein. Mehr braucht man eigentlich dazu gar nicht zu antworten. Ich habe in Butscha eine Frau getroffen, die selber russische Wurzeln hat. Hier sind wir beide. Das ist ihr Haus. Und ihr Ehemann, sagt sie, wurde von den russischen Soldaten vor ihren Augen hingerichtet. Das ist sie mit dem Ehemann. Ja, sie selber sagt, sie hätte es niemals für möglich gehalten, dass russische Soldaten sowas tun, weil sie selbst russische Wurzeln hat. Ja, es gibt aber auch Bilder und Videoaussagen, die eben gegenteilige Meldungen kundtun. Wie gesagt, bevor ja keine Untersuchung abgeschlossen ist, kann man dazu auch nicht sagen. Ich war nicht dabei, Sie waren nicht dabei. Ja, ich habe diese Menschen getroffen, ich habe mit ihnen gesprochen. Glauben Sie diesen Aussagen? Nein. Warum nicht? Warum sollten die Menschen lügen? Ganz einfach, weil ich den westlichen Journalismus kenne und wie er das darstellt. Also in dem Fall habe ich diese Frau getroffen, die sagt genau diese Dinge zu mir. Sprechen Sie Russisch? Ich nicht, nein. Ja. Also sie sagt mir das hier im Interview. Ja. Aber wie gesagt, es gibt auch gegenteilige Aussagen. Und die kommen eben im Mainstream nicht zu Wort. Das ist zu kritisieren. Und alles andere sollten unabhängige Untersuchungen zeigen. Wo informieren Sie sich denn? Was sind denn Ihre Quellen? Es gibt ja nur verschiedene, es gibt ja auch noch halbwegs objektive Journalisten, die unterwegs sind. Das sind dann die Quellen, dass man sich eben so eine gesunde Meinung bilden kann. Dass man natürlich beide Quellen beachtet, das ohne Frage. Aber eben, das heißt ja meistens, die Wahrheit liegt in der Mitte. Und in der Vergangenheit wurde so viel gelogen. Schauen Sie, Irakkrieg, die Brutkastenlüge, was es da alles gab. Und deshalb sollte man jede Meldung zweimal hinterfragen. Jetzt steht ja gerade eine Journalistin vor Ihnen, die gerade frisch in der Ukraine war, in Butscha war, mit den Menschen gesprochen hat, die Massengräber gesehen hat. Macht Sie das dann nicht nachdenklich, dass vielleicht doch was dran ist? Also Tote machen einen generell nachdenklich. Und dieses Leid, was generell auf der Welt geschieht, auch jetzt im aktuellen Konflikt natürlich, ist zu kritisieren, aber ich habe es Ihnen schon gesagt, man kennt eben nur die eine Seite der Medaille, ich glaube die dargestellte Version nicht. Ich danke Ihnen herzlich. Meine Frage, warum machen Sie gerade